Knockouts, Tiefschläge und gebrochene Arme. In der Pride FC-Liga nimmt man für ein wenig Ruhm auch einen Krankenhausaufenthalt in Kauf. Bei den Vollkontaktkämpfen ist einfach alles erlaubt, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen. Da möchte man den gnadenlosen Muskelbergen lieber nicht bei der Schlacht am kalten Buffet begegnen. THQ Speed'em Up, Pride FC, steckt sie in die Haut eines der Knochenbrecher. Jeder der realistisch modellierten Originalsportler verfügt über eine individuelle Kampftechnik. Für Abwechslung sorgen auch die unterschiedlichen Kontermöglichkeiten, mit denen sie effektiv auf Haltegriffe und Wurfattacken des Kontrahenten reagieren können. Während der Titel spielerisch bereits überzeugt, hat THQ in grafischer Hinsicht noch mit miteinander verschmelzenden Körpern und hakeligen Animationen zu kämpfen. Ein Stuntman lebt gefährlich, auch wenn er aus Plastik ist. Lego-Männchen Pepper zum Beispiel rast in Speedbooten, auf Motorrädern oder im Flugzeug über Filmsets. Und das nur, um halsbrecherische Stunts und rasante Verfolgungsjagden auf Zelluloid zu bannen. Die Action-Szenen sind jedoch meistens sehr ähnlich aufgebaut. Ob auf dem Wasser, in der Luft oder auf Asphalt. Die Stunts bestehen oft nur aus Wettrennen, die manchmal mit Sprungeinlagen aufgepeppt werden. Ganze 5 Stuntszenen nimmt Pepper auf der Insel auf, dann ist die Filmkarriere schon wieder vorbei. Zwar kann er auch noch durch die Gegend fahren und Aufgaben der Bewohner erledigen oder in Skateparks ein bisschen rumrollen, doch besonders motivierend ist das nicht. Dadurch dürften selbst die jüngeren Spieler merken, dass Island Extreme Stunts als Videospiel die reale Spielzeugserie gleichen Namens promoten soll. Spielzeughersteller scheinen immer öfter die Möglichkeit zu entdecken, ihre Produkte über Videospiele zu pushen. Neben Lego ist auch Mattel schon länger auf diesen Trichter gekommen. Bei Velocity X Maximum Justice rasen die Matchbox-Autos der Hot Wheels-Reihe über die PS2-Piste. Wie beim Einsatz der echten Spielzeugautos sind dabei Rasanz und Action angesagt. In verschiedenen Missionen geht es darum, Stunts vorzuführen, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen oder sich mit anderen Spielfiguren zu duellieren. Bei diesen motorisierten Kämpfen lassen sich gegnerische Autos mit Rammattacken oder unterschiedlichen Power-Ups außer Gefecht setzen. Neben dem Abenteuermodus mit seinen abwechslungsreichen Missionen stehen noch andere Spielvarianten zur Verfügung. Im Zweikampf oder bei den Wettrennen können sich die Spieler sogar mit einem menschlichen Konkurrenten messen. Triste Umgebungen, schießwütige Bösewichter und ein Held mit einem Scharfschützengewehr. So lässt sich mit wenigen Worten die Silent Scope-Reihe beschreiben, die inzwischen den dritten Teil hervorgebracht hat. Am Spielverlauf hat sich allerdings nicht viel geändert. Sie bewegen sich auf vorgegebenen Bahnen durch 0815-Szenarien und erledigen mit gezielten Schüssen ihre Widersacher. Obwohl sie sich auch mal auf dem Wasser wiederfinden und es sogar mit Flugzeugentführern zu tun bekommen, wird die brutale Shooter-Action schnell langweilig. Für ein wenig Abwechslung sorgen lediglich die Endgegner, die sie nur an einem bestimmten Punkt verwunden können. Auch grafisch bringt der neueste Ableger die Serie nicht voran. Die Umgebungen wirken alle sehr karg und unspektakulär. Da hat man schon fast das Gefühl, als täte man den Angreifern einen Gefallen, wenn man sie aus der Silent Scope-Welt ballert. Die 80er Jahre sind gerade schwer angesagt. Selbst Anime-Serien, die hierzulande nur eingefleischten Fans bekannt sind, bringen es zu einer PS2-Umsetzung. Robotech Battlecry dürfte aber auch ganz gute Chancen haben, bei Action-Liebhabern zu landen.
Im Krieg der Menschheit gegen außerirdische Invasoren sitzen sie am Steuer eines sogenannten Veritech-Fighters. Das Besondere an diesem Kampfgerät ist, dass es drei verschiedene Formen annehmen kann. Für Weltraumschlachten lässt es sich als schnelles Raumschiff ausrüsten, das mit zwei verschiedenen Waffenarten auf die gegnerische Flotte ballert. Genauso viele Waffen, aber etwas weniger Geschwindigkeit, besitzt der Gleiter für den bodennahen Kampf. Damit geht es durch Städte, in denen sich alle Gebäude zerstören lassen. Nur eingeschränkt nutzbar ist dagegen die Bodenvariante des Fighters. Diese hilft hauptsächlich dabei, Gegner gezielt auszuschalten. Da zeigt EA der PS2-Welt mit Die zwei Türme, wie eine Filmumsetzung auszusehen hat. Aber kein Publisher scheint sich daran ein Beispiel zu nehmen. The Scorpion King ist einmal mehr die lieblose Adaption eines Kinofilms, die auf der Konsole keinen so recht begeistern wird. Aus der Verfolgerperspektive prügeln sie sich mit den Protagonisten durch öde Szenarien und Massen an Gegnern. Mit Speer, Schwert und Panzerhandschuh können sie darüber hinaus verschiedene Kombos ausführen. Die stumpfsinnige Klopperei wird dabei hin und wieder, welche Überraschung, durch Endgegnerkämpfe aufgelockert. Die Grafik ist genauso durchschnittlich wie das Gameplay. Unspektakuläre Texturen, Clipping-Fehler und teils lächerliche Animationen fallen immer dann auf, wenn man sich gerade mal nicht über fehlende Übersicht ärgert. Mit diesem Titel macht Vivendi den Scorpion King bestimmt nicht zur Legende. Läppisch mögen Tiger Woods-Fans jetzt sagen, Donald Duck als Profigolfer. Doch sie sollten sich eines Besseren belehren lassen. Bei Disney Golf haben zwar Enten, Mäuse, Katzen und Hunde den Schläger in der Hand, anspruchslos ist der EA-Titel aber gewiss nicht. Das Schlagsystem ist ziemlich genau das gleiche wie bei Everybody's Golf. Ein Balken zeigt Kraft und Genauigkeit des Abschlages an. Daneben muss man aber noch externe Faktoren wie Wind- und Bodenverhältnisse beachten. Beim Putten dagegen spielen nur noch die Entfernung und die Beschaffenheit des Untergrundes eine Rolle. Im Prinzip ist Disney Golf ein recht ernsthaftes Golfspiel. Es gibt jedoch auch Fun-Elemente wie die lustigen Charaktere und deren Animationen. Andererseits können die Golfer auch zu unfairen Mitteln greifen und ihren Konkurrenten, etwa mit Gegenwind, das Handicap erhöhen.